Zumal, wenn die Schule 100 Meter entfernt ist, dann kann es sein, dass sie 50 Sekunden später da ist. Sie könnte auch jederzeit losgehen. Und dann ist sie irgendwann nach ein paar Minuten ja, bei der Schule. Klar, also das ist so, nee, das ist, halte ich für, nee. So, geschafft. Haha, wo dieser Stubentiger das Rätsel überhaupt her hatte? Miau, 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 miau. Okay, hier ist noch einer mit Bart. Oder wollen wir erstmal suchen? Hast du die anderen Laternen dann schon gehabt? Die Laternen? Die Laternen von der anderen Seite. Ja, gut, ja. Okay. Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. So, hier unten. Was? Wo? Du hattest doch eben eine Hinweismünze, oder? Ja, ich habe hier eine. Ja, aber davor hattest du doch noch eine, oder? Ja, hier in diesem Laternending. Okay. Wieso? Wo hattest du was? Geh mal aufs andere Ufer. Aufs andere Ufer? Ja, und dort findest du... Was denn wohnen? Ein Ort, wo... Achso, ich soll aufs andere Ufer rüber? Nein. Nein, hä? Nein. Also hier drüben auf ein... Was soll ich da an für einen Ort? An ein... dieser Gebäude. Da. Nein, das ist nur ein Gespräch. Okay. Weiter oben. Da? Ja. 10 Hinweismünzen! Juhu! Okay, dann vermute ich mal, das war's auch damit. Ja, ich denke auch. Ah, eine... Ach so, nee. Ah, eine Bank. Perfekt, um Körper und Seele einen Moment auszuruhen. Und sein Geld zu verstecken. Oh, möchtest du dich einen Moment hinsetzen, Miss? Einen Augenblick, dann wische ich sie kurz mit meinem Taschentuch ab. Die goldene Seite der London Bridge. Die gleiche Seite der London Bridge, aber aus einem anderen Winkel. Sehr interessant. Wäre es nicht fabelhaft, wenn wir uns das Uferbekenntnis von oben auf der London Bridge anschauen würden? Nein. Nö. Die Brücke gehört eigentlich nicht zum Festgelände, oder? So, dann war hier noch. Schmeckt, als ob man sie frisch gestrichen hätte. So, jetzt mal den Typ. Ja. Ja, gut. Lob. Guten Abend, der Herr. Wie sieht der Fang aus? Schon etwas, schon was angebissen. Das machst du. Oh! Sie sind wohl auch ein Nachtangler. Ob etwas angebissen hat, fragen Sie? Mal sehen. Fische! Jo! Fische haben angebissen! Herrje, viel Glück haben, werden wir mit diesem Gesellen bestimmt nicht haben. Wir ermitteln wegen des Vorfalls, der sich hier heute ereignet hat. Wissen Sie vielleicht etwas darüber? Vorfall? Welcher Vorfall? Oh, der Vorfall! Sie haben also davon gehört? Von der Frau, die in den Fluss gefallen ist? Davon gehört? Gesehen habe ich es! Mit eigenen Augen gesehen! Bingo! Direkt ein Augenzeugen erwischt. Das stinkt doch zum Himmel! Könnten Sie uns bitte sagen, was Sie gesehen haben? Fische! Ja, Fische! Was wer gesehen hat? Ich? Ja. Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie hätten mit eigenen Augen gesehen, was passiert ist? Oh ja, natürlich, die Klottfische. Ja, die hab ich gesehen, obwohl man hier eigentlich keine Klottfische findet. Vielleicht waren es auch Seezungen. Nein, keine Fische. Wir fragen wegen der Frau, die in den Fluss gefallen ist. Oh ja, die hatte auch Fische. Silberfische, nein, was? Eine Frau, sagen Sie, in den Fluss? Wissen Sie, könnte sein, dass ich sowas gesehen habe. Oder doch nicht? Entscheid dich endlich, Alter! Heilige Makrele, bellt Ihr Hund immer so komisch? Ich bin ganz schön erschrocken, aber mir ist da wieder was eingefallen. Wirklich? Es war heute Morgen, ganz früh. Die Sonne ging gerade erst auf. Ich war wie immer hier und angelte. Auf jeden Fall hat nichts angebissen und ich schaute gerade geistesabwesend hinüber aufs andere Ufer, als es passierte.
Ich konnte einen Mann erkennen, der da drüben stand, und dann näherte sich ihm jemand von hinten, der ihn ins Wasser schubste. Was ist mit dem Mann passiert, der ins Wasser fiel? Also, ich habe nicht gesehen, wie er um sich schlug oder sowas. Ist einfach direkt verschwunden. Keine Ahnung, ob er direkt untergegangen ist oder ob er flussabwärts gespült wurde. Das war einfach gar kein Mensch. Ja. Retten. Ja. Der Täter ist einfach weggelaufen. Einfach so, ohne sich mal umzudrehen. Er hat bestimmt einfach nur irgendwas weggeworfen, was aussah wie eine Silhouette von einem Menschen. Ja. So ein Papa. Ja, genau. Oder vielleicht so eine Aufstellpuppe. Ja, eben. Also so irgendwie so. Dann war es Mord. Eindeutig. Hinter dem Fall steckt mehr, Ernest. Fahren Sie bitte fort. Was können Sie uns noch sagen? Tja, bevor ich auch nur die Möglichkeit hatte, überrascht zu sein, sprang auch noch eine Frau von diesem Flussufer aus ins Wasser. Sind Sie sich da ganz sicher? Sie ist definitiv selbst gesprungen? Absolut sicher. Ich habe ein Gedächtnis wie ein... Wovon rede ich noch mehr? Ich habe ein echt tolles Gedächtnis. Ehrlich. Sagt wer? Sie war eine junge Frau, stand nicht weit weg von mir und schaute einfach nur mit trauriger Miene ins Wasser. Aber ich hätte nie erwartet, dass sie reinspringt. Es ist nämlich zu kalt zum Baden. Und auch sie ist einfach verschwunden. Sobald sie im Wasser war, verlor ich sie aus den Augen. Vielleicht war die auch aus Teig und hat sich aufgelöst. Also vielleicht war es wirklich was, was sich auflöst im Wasser. Naja, wenn sie selber ins Wasser gesprungen ist. Ja. Ja, vielleicht ist sie halt nur vorgekippt. Dann hat wohl wer die Polente gerufen, weil die dann gleich da war. Aber sie haben sie wohl nicht gefunden. Also ist die Frau tatsächlich selbst ins Wasser gesprungen. Dann war es Selbstmord. Und haben Sie die Person gesehen, die den Mann am anderen Ufer ins Wasser geschubst hat? Oh, die hab ich gesehen, ja. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wie sie ausgesehen hat. Der Fluss ist hier recht breit und auf die Entfernung erkennt man kaum etwas Genaues. Also konnten Sie das Gesicht des Täters nicht erkennen? Nein, leider überhaupt nicht. Ich könnte nicht mehr schätzen, wie groß er war, geschweige denn sein Gesicht beschreiben. Geschweige mich irgendwie erinnern. Ja. Hey, gucken Sie mal, Fische! Ich verstehe. Nun, Ihre Aussage war trotzdem sehr wertvoll für uns. Danke sehr. Sie haben uns waren uns eine echte Hilfe. Hechte? Hilfe? Sie haben Hechte gesehen? Keine Angst, ich schnappe mir schnell den Köder. Dann holen wir sie uns gemeinsam. Nein, schon gut. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Hechte? Clarence kommt jetzt auch noch. Ja. Ich sollte vielleicht mal wieder meinen Bruder besuchen. Ich glaube, der ist gerade in Monte Dor. Das andere Ufer ist zu weit weg. Unser Anglerfreund hat das Gesicht der Person, die das Opfer ins Wasser geschubst hat, nicht gesehen. Ha! Ich habe eine Idee. Ernest, könntest du bitte schnell mal auf die andere Seite des Flusses laufen? Und könntest du dann wieder zurückkommen? Und dann, was soll ich jetzt machen? Renn bitte nochmal dahin und komm dann wieder zurück. Und jetzt, mach es nochmal. Ich mag das, dich dabei zu sehen, wie du dich abstrampelst für also mich. Ganz ehrlich, das ist doch... Ja. Schnell mal rüberlaufen. Das ist ein guter Kilometer. Er ist doch nicht wie... Er ist doch nicht ein Hund-Cat. Ach so, dann möchtest du das lieber machen. Oh, mir macht das nichts aus. Was? Dir macht das nichts aus? Natürlich nicht. Es wäre mir ein Vergnügen. Ein Vergnügen? Tickst du noch ganz richtig? Warum grinst du denn jetzt so? Weißt du denn nicht mehr? Die Legende. Wenn man sich von den gegenüberliegenden Ufern der Themse aus in die Augen schaut, wird die Liebe... Ich meine, egal jetzt. Ich lauf dann mal los. Top, 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 top. Top, 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 top. Bitte, mach so schnell du kannst, Ernest. Damit wir es schnell hinter uns haben. Ey, ganz ehrlich, das ist doch echt mal... Da hat der Dackelblick ja mal wieder bestens funktioniert. Also ganz ehrlich. Ja. Wie die den ausnutzt, ist halt echt... Ja. Scheiße. Meisterlich.
war echt weit. Also, Miss Layton sollte genau da... Ja, da ist sie ja. Oh, Miss Layton! Das andere Ufer ist echt weit entfernt. Ich kann eines von Gesicht von hier aus nicht erkennen. Da hatte der alte Angler wohl recht. Willst du denn nicht wirklich, willst du denn nicht zurückwinken? Dem armen Burschen fällt gleich der Arm ab. Offenbar werden unsere Zeugenaussagen nicht dabei helfen, den Schuldigen zu finden. Wir brauchen andere Methoden. Du hörst mich überhaupt nicht, oder? Der arme Welpe, lass ihn von der Leine, Cat. Ja, lass ihn endlich mal von der Leine. Ja. Two people killed in exactly the same way as the legend. Coincidence? I think there's not. No such thing as coincidence. Hm. Ich bin wieder da. Ich hab gewunken und gewunken. Hast du mich gesehen, Miss? Nein. Was? Nicht? Naja, ich war da gerade tief in Gedanken, Ernest. Oh, verstehe. Puh, der Sprint hat mich ganz schön mitgenommen. Ich bin plötzlich so am Boden zerstört. Lass den Kopf nicht hängen, Großer. Der Weg zur wahren Liebe ist nie einfach, weißt du doch. Hier bleibt leider keine Luft zum keine Zeit zum Luftholen, Ernest. Wir müssen sofort mehr über die Opfer herausfinden. Ich nutze dich also weiter aus. Sowohl der Mann, der geschubst wurde, als auch die Frau, die selbst hineingesprungen ist, wohnten laut Inspektor Hastings in der Chancer Lane. Also gehen wir mal dorthin. Vielleicht finden wir etwas heraus, was uns weiterhilft. Oh. Okay. Bitte, das ist doch echt halt echt nicht. Nicht mehr normal. Ah. Das zählt nicht als Erster. Doch. Nö. Ein Mann wurde geschubst und eine Frau stürzte sich in den Fluss. Genau wie bei der Legende der Themse. Könnte diese absichtlich nachgeahmt worden sein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay, die beiden haben wir. Das Pärchen geht nicht. Dann würde ich sagen... Wie ist mit Zeit? Also wie lange sollen wir noch machen? Oh, wir können es natürlich bei dem jetzt auch erstmal belassen. Also ich habe gedacht, jetzt haben ja, wir langsam den ersten Dingens. Den ersten was? Den ersten Hinweis? Ja. Ist echt wenig, ne? Oh, wollen wir noch bis um 20 durchmachen? Okay, dann machen wir bis um 20 durch. Ja, dann haben wir das nochmal an der Chance Lane an. Ja. Tack, 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 tack. Wo ist das Fahrrad? Da. Ab in die Chancer Lane. Klingling! Tschüss. So, Beginn der Chancer Lane. Ah, hier wieder. Schon ein lustiger Zufall, dass der Mann und die Frau beide hier in der Chancer Lane gewohnt haben. Man könnte sagen, sie waren unsere Nachbarn. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, sie je getroffen zu haben. Naja, lange sind wir ja noch nicht in der Chancer Lane, nicht wahr? Wir würden wohl nur die wenigsten unserer Nachbarn erkennen. Mal sehen, ob sonst noch wer auf der Straße Informationen für uns hat. Ah, der wieder. Ja! Oder erstmal was anderes. Nein, wir können ja nicht anderes. Ach, wir können nichts? Na, wir waren ja hier schon und haben Hinweismünzen und so. Ja, aber da sind bestimmt neue, oder? Ich glaube nicht. Fresschen, das Essen sieht super aus. Oh, heute ist eine Spezialkatzone im Angebot. Mhm. Es sieht ganz lustig aus, hier draußen auf der Straße zu essen. Das ist hier echt nichts. Ich kann mir vorstellen, dass... Ich glaube nicht, dass hier etwas Neues ist. Also halt höchstens nochmal diese... Warte, da ist eine Hinweismünze. Ha! Ich muss die gleich nachholen, ich habe den Typen schon angesprochen. Achso, okay. Oh, hier ist noch was, aber ich egal. Hab den Typen den hier? Ja.